Moin moin miteinander, da sind wir wieder und spielen an Epic. Ja, in der unendlich langen Quest, beziehungsweise in dem unendlich langen Kampf gegen Mediox, der eigentlich gar nicht so schlimm oder so schwer ist, aber irgendwie dann halt doch. Beziehungsweise, man darf sich bei ihm keine Fehler erlauben. Langsames Gift, Trank der Geschwindigkeit, also man darf sich keine Fehler erlauben bei ihm. Heilung. Weil jeder Fehler quasi den sofortigen Tod bedeutet. Und man muss ein kleines bisschen Glück haben, dass man nicht zu oft getroffen wird von diesen blöden Köpfen hier. Ja, mein Mediox. Ich guck dir nicht ins Auge. Jedenfalls versuche ich. Wenn er nur noch drei von diesen Schlangenköpfen hat, ist das natürlich wesentlich besser. Dadurch schießen sie natürlich nicht so häufig. So, jetzt haben wir wieder einen vernünftigen Versuch. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Vielleicht sollte ich auch mit dem Bogen ein bisschen arbeiten. Der braucht nicht so lange zum... also wie ein Zauberspruch, bis er gesprochen ist, dann kann ich schneller reagieren. Schaden passt ja eigentlich soweit. Oh, jetzt kommen seine Helfer. Ich glaube, jetzt wird's was werden. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Nur keinen Fehler machen. Hitzeaura immer wie schön erneuern, nicht vergessen, konzentriert bleiben. Gleich ist er fällig. Gleich bist du fällig. Ja! Mediox, das war's mit dir. Tam tam.
Meine Güte, das hat gedauert. Naja, okay. Man muss sich echt konzentrieren. Und wenn man konzentriert dran bleibt, dann kann eigentlich nicht viel passieren. Und man muss natürlich ein bisschen Glück haben am Anfang mit den blöden Köpfen. Schlüssel des Turms. Ja, lacht euch kaputt. So, und ich komme jetzt hier natürlich nicht weg. Ist hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Ich glaube ja nicht, aber... Nö. Dann können wir auch gehen. Und abspeichern, ja. Wow. Da haben wir doch einiges geschafft. Jetzt können wir den Turm betreten. Ja, apropos Turm. Was machen wir denn in der Folge? Außer den Turm zu betreten. Wir holen erstmal unseren Freund hier wieder. Wobei... Der ist auch nicht schlecht. Den haben wir ja das letzte Mal... Naja, das letzte Mal vor ein paar Folgen. Als das letzte Pet ist es, das wir gefunden haben. Dieser Gatchan. Der die ganzen... paralysiert. So, und wo ist der Turm? Ich bin aber hier oben, war der. Schlüssel des Turms, genau. Schlüssel des Turms. Und hier war noch... Okay. Also, dann müssen wir dahin. Können wir vielleicht mal in den Laden reingehen. Nach oben. Und zack. Jo, dann machen wir das doch mal. Dann haben wir was, womit wir diese Folge noch ausfüllen können. Das ist ja echt wunderbar. Da brauche ich ja nicht mal Pfeile verschwinden. Naja, wenn sie so gehen, natürlich nicht. Denn ich weiß nicht, ob er gleich... Aber so ist natürlich perfekt. Waren hier irgendwelche Fledermäuse oder so? Ich glaube, ja. Hierfür brauchen wir natürlich den Frosch. Aber der hat keine Energie. Blöd? Naja. Wir müssen... Was machen wir hier eigentlich? Wir müssen noch nach rechts. Ich bin schon ganz verwirrt. So, wir müssen hier hin. Ja. Dann können wir uns mal den Laden angucken. Ja, Tannenbäume. Ich finde das irgendwie so lustig. Kaufen. Waffen? Was hast du denn so da? Sturmschwert. Rüstung? Schuppenrüstung. Ja, nicht wirklich. Nee, nee. Und was hast du an Zaubersprüchen? Holdemeid? Regeneration habe ich schon. Okay. Brauchen wir alles nicht. Rezepte, Geisterform. Nö. Trankrezept der Unsichtbarkeit. Auch nicht schlecht. Unsichtbarkeit. Achso, und hier oben war die Bibliothek, ne? Da wollten wir aber nicht hin. Ja, da wollen wir nicht hin. Wir wollen einfach nur nach oben. So.
Hallo, böser Ritter. So, und wo geht's jetzt? Ich muss irgendwie nach links. Ah, ich weiß schon. Kantapa, Kantapa. Nee. So rum. Langbogenfall. Wenn nicht, Münzen brauchen wir immer. Ja, ein Schneemann und Schnee und alles. Waren die ganzen Fenster auch da? Beim letzten Mal? Ist schon lange, lange her. Ich weiß es nicht. Und nun? Ja, ich habe den Schlüssel des Turms. Wo ist das Schloss? Nein, das ist doch unfair. Ah, Moment. Haha. Haben wir doch glatt die Treppe übersehen. So, und wer bist du? Und was sind das für drei Truhen? Na gut. Was hast du zu sagen? Zu seltsamen Orten deine Schritte dich führen. Ah! Ein Schwindler-Orakel. Das Schwindler-Orakel. Lustig deine Worte sind. Aber was tust du hier? Du bist ziemlich weit von den Minen entfernt. Dein Schicksal wurde gewählt. Was? Drei Objekte, diese Truhen enthalten. Nur eine darfst du wählen. Zu einem anderen Schicksal dich jedes Objekt führt. Weise wählen du musst. Und wie wähle ich eins aus? Was sind die Schicksale? Welche Hinweise habe ich? Nur Schicksale kennen die Schicksale. Nur Schicksale kennen die Schicksale? Okay. Also, in anderen Worten. Du hast keinen Schimmer. Was für ein Müllorakel. Und wie öffne ich sie? Den Schlüssel des Schicksals du brauchst. Ich kann ihn geben. Für nur 200 Münzen. Und was, wenn ich dir den Hals durchschneide und ihn mir einfach nehme? Für nur 100 Münzen lasse ich ihn... Okay, Deal. Du hast Glück. Ich hasse Gewalt. Okay, Münzen. 100 Münzen, dann kriege ich den Schlüssel. Hier ist dein Geld, du alter Schwindler. Nun gib mir den Schlüssel. Hier ist er. Nur einmal, du kannst ihn benutzen. Du musst dran denken. Wähle eine Truhe und behalte den Inhalt bis zum Ende des Spiels. Das Objekt, das du wählst, bestimmt das Ende des Spiels... Was? Wie? Das Objekt... Das Objekt, das ich wähle, wird das Spielende... Nein! Moment mal. Karte nicht verfügbar, okay. Ich bin ja so bei, lasst mich lügen, 90%, also 10% bleiben, ne? Und ich kann jetzt schon das Spielende wählen. Das finde ich ja irgendwie ein bisschen doof. Bisschen doof. Na gut. 1, 2, 3, Also. Die Folge ist ja nun schon fast vorbei. Das heißt, wir werden das Schicksal oder unser Schicksal erst in der nächsten Folge wählen. Vielleicht ist es ja auch nur ein Gag. Man weiß es nicht. Ich mache hier jetzt einen Cut. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Und es bleibt spannend, denn in der nächsten Folge wählen wir ja das Ende des Spiels, also unser Schicksal. Bis dann sage ich Tschüss und bis bald.